Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu TV Lokal. Eine neue Ausgabe im Frühling 2016. Ja, ich bin nicht wieder allein im Studio, sondern ich erwarte noch einen Studiogast. Es wird durchaus interessant, denn es geht auch um die Zukunft von Eisenhüttenstadt und die Zukunft der Region. Es geht um ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und wie gesagt, der Studiogast, der wird sicherlich da ausreichend, hoffe ich, Auskünfte geben, denn es gab ja auch zu dieser Sache eine Aktion. Aber zuvor die aller neueste Nachricht, liebe Zuschauer, aus Eisenhüttenstadt. Und zwar das Innenministerium aus Potsdam hat uns mitgeteilt, dass im kommenden Jahr die Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Eisenhüttenstadt nicht mehr das sein wird, was sie ist, sondern es wird viel größer, sondern der gesamte fünfte Wohnkomplex, liebe Zuschauer, da gab es ja jetzt schon einen Anfang mit der Mittelstraße 37, da ist ja ein komplettes Haus für Asylbewerber hergerichtet worden. Der komplette fünfte Wohnkomplex mit allen Wohnungen, man hat mittlerweile auch schon mit den Wohnungsgesellschaften gesprochen, die übergeben ihre Häuser dann dieser Erstaufnahmeeinrichtung, sodass ein komplettes Gebiet dann Erstaufnahmeeinrichtung wird in Eisenhüttenstadt. Es werden keine Zäune aufgestellt, sondern es wird ein Neubezugsgebiet für Asylbewerber. Es werden da sicherlich so circa 3.000 bis 4.000 Asylbewerber wohnen zukünftig. Also das Ganze soll ab nächstes Jahr gelten. Das ist die neueste Information vom Innenministerium aus Potsdam. Ja, so ist das halt, die Entwicklung in Deutschland. Und noch eine Entwicklung gibt es, liebe Zuschauer, und zwar diese Aufnahmen, die konnten wir machen aus Fürstenberg. Da gab es ja jetzt wirklich etwas ganz Interessantes, und zwar Luxusschiffe sind gleich zwei Stücke nach Fürstenberg eingeschifft. Und die entsprechenden Fahrgäste haben dann auch die Stadt besichtigen können. Ist da mittlerweile ein Schmuckstück geworden. Nicht nur Fürstenberg besucht man, sondern mittlerweile auch die Stadt Eisenhüttenstadt. Warum auch nicht? Und anschließend begibt man sich dann vielleicht in die Nachbargemeinde Neuzelle zum Kloster. Das ist ja auch alles wunderschön. Also es lohnt sich schon, da einiges vorzuzeigen. Ja, diese Bilder, die haben wir ja hier beim Oder-Spree-Fernsehen auch gesendet und es ist schon zigtausendmal auf Facebook, auf unserer Facebook-Seite OSF, also Facebook OSF.com gezeigt worden und eine tolle Sache, auch touristisch für Eisenhüttenstadt. Dann gab es eine weniger schöne Nachricht, und zwar hat uns die Polizei mitgeteilt, und ich habe hier die Originalmitteilung der Polizei aus Frankfurt-Oder. Eisenhüttenstadt Polizei bittet um Mithilfe. Ein ganz, ganz großer Aufreger hier, nachdem wir diese Nachricht gesendet haben. Ich lese mal so das Original der Polizei vor. Am 28.03. gegen 21 Uhr befuhr der 24-jährige Fahrer eines Pkw Golf die Beskower Straße in Eisenhüttenstadt Richtung Bahnhof. An der Ampelkreuzung Beskower Straße, Karl-Marx-Straße, musste er aufgrund der Rotphase anhalten. Aus Richtung City Center kam ein Pkw BMW und stellte sich quer vor den Pkw Golf und hinderte das Fahrzeug an der Weiterfahrt. Ein zweiter Pkw BMW parkte rechts schräg auf dem Bürgersteig in Höhe des VW. Die beiden männlichen Fahrer der Fahrzeuge stiegen aus und wollten die Türen des VW Golf öffnen. Dies gelang ihnen nicht, da diese elektronisch verriegelt waren, heißt es hier in der Pressemitteilung. Im Anschluss fuhr der 24-Jährige auf den Bürgersteig und beabsichtigte auszusteigen, um die Situation aufzuklären. Hätte er vielleicht nicht machen sollen. Einer der beiden BMW-Fahrer zog ihn grob aus dem Fahrzeug und forderte die Herausgabe von Geld. Das ist schon fast eine Film-Action-reife Situation. Man hätte glauben können, da gibt es versteckte Kameras. Aber tatsächlich passiert in Eisenhüttenstadt, und das sorgte extrem für Unruhe und Aufregung im Netz bei OSF und sicherlich auch bei den Zuschauern vor den Fernsehgeräten. Wir haben heute noch mal mit der Polizei
brechen können. Im Moment gab es da noch keine passenden Informationen, ob es Aufklärung gibt, aber die Polizei will uns natürlich dort zurückrufen und sagen, wie dann eventuell doch Erkenntnisse zusammengekommen sind. Denn es gab ja einen Aufruf der Kriminalpolizei, wer das Ganze eventuell beobachtet hat oder ja sogar nähere Informationen zu den Kennzeichen oder zu den Personen machen kann, der wurde natürlich gebeten, sich bei der Polizei in Eisenhüttenstadt unter 03364 4250 oder an jede Dienststelle zu wenden und dann die passenden Informationen zu übermitteln, damit dann die Täter auch gefasst werden. Denn es ist wirklich ein dreister Überfall mitten in Eisenhüttenstadt. Und ja, gab es so, glaube ich, kann ich mich erinnern, noch nie. Ja, und wir haben dann natürlich noch etwas eine interessante Sache von Horst Evers. Wir hatten ja in dieser Sendung mit Jörg Pohl schon über Horst Evers gesprochen. Ein irre toller Comedian, liebe Zuschauer, und der kommt jetzt nach Eisenhüttenstadt. Und jetzt haben wir für Sie natürlich auch die passenden Informationen. Wir spielen einen kleinen Trailer ein und dann ja, sehen wir uns gleich wieder. Dann wird es richtig spaßig mit Horst Evers im Friedrich-Wolf-Theater. Hinterher hat man's meist vorher gewusst. Sein Lachmuskelprogramm. Egal wie überraschend ein Ergebnis auch eingetreten ist. Der Kommentar der Freunde beschränkt sich in der Regel auf ein souveränes "Das war doch klar". Ob NSA, Lebensmittelskandale oder auch wirklich erstaunliche und umfangreiche private Katastrophen. Die Freunde haben es immer schon vorher gewusst. Das aber natürlich erst, nachdem es passiert ist. Es gibt eigentlich nicht viel zu bereden über das neue Programm von Horst Evers am 24. April um 19 Uhr im Friedrich-Wolf-Theater. Hingehen und vorher Karten holen im Stadtshop Home in der Saulierstraße 17 und auch hier ohne Vorverkaufsgebühr. Ja, liebe Zuschauer, nun haben wir ein ganz besonderes Thema. Es geht um die Wirtschaft. Und zwar in Eisenhüttenstadt haben wir ja ein Werk des größten Stahlproduzenten der Welt, ArcelorMittal. Und ArcelorMittal Eisenhüttenstadt ist ja im Grunde genommen schon seit vielen, vielen Jahren gut im Geschäft. Und jetzt drohen aber Wolken aufzuziehen. Warum diese Wolken aufziehen und über das ganze Thema möchten wir natürlich mit fachkundigen Personal sprechen. Und zwar haben wir den Betriebsratsvorsitzenden von ArcelorMittal Eisenhüttenstadt, Holger Wachsmann, hier. Holger Wachsmann, herzlich willkommen. Hallo. Es ist, wie soll ich sagen, ein schwieriges Thema, aber für Eisenhüttenstadt trotz alledem ein schönes Thema. Ne? Seit vielen Jahren ist ArcelorMittal Eisenhüttenstadt eigentlich gut im Geschäft, oder? Ja, also seit der Krise, also wir haben die Krise eigentlich bei uns recht gut überstanden, wenn man so will. Wir haben jetzt die letzten Jahre volle Auftragsbücher. Was immer etwas problematisch ist, sind natürlich die Preise. Und da ist insbesondere in letzter Zeit, gibt es da noch eine Verschärfung, das ist noch schwieriger geworden. Wir konnten ja als Sender im Grunde genommen die ganze Entwicklung von Usineur über die ganzen Verkaufsgeschichten bis hin zur feindlichen Übernahme, muss man ja fast sagen, ArcelorMittal war ja damals Schluss die große... War es denn friedlich, aber... War es denn friedlich, aber bis dann, sagen wir mal, es war letztendlich aber nicht die schlechteste Herausforderung, oder? ArcelorMittal zum größten Stahlkonzern der Welt zu gehören, hat dann auch seine positiven Seiten gehabt, ne? Es hat seine positiven Seiten, hat natürlich auch negativen Seiten, das ist ganz klar. Mhm. Positiven Zeiten, insbesondere in der Krise, hat man gemerkt, die Einkaufsmacht, so ein Konzern hat eine höhere Einkaufsmacht, der kann die Rohstoffe billiger einkaufen, auch gegenüber von Kunden kann man anders auftreten. Wobei die Autoindustrie viel, viel verdichteter ist als die Stahlindustrie. Das ist immer noch ein Thema, dass die Stahlindustrie da viel zu zersplittet ist. Wenn man mal guckt, wie groß die Autoplayer sind, hat schon Vorteile. Nachteile hat es natürlich, die Entscheidungen gehen immer weiter weg vom Standort. Wo wir noch bis 94 alleine waren, wurde viel hier entschieden. Natürlich, wir waren Treuhandbetrieb, gab es in Berlin noch Entscheidungen. Dann kam Kockere, die uns recht selbstständig arbeiten lassen hat. Und der Usineur wurde schon weniger. Bei Arcelor waren wir schon mehr wirklich Produktionsstandort, mit zwar eine eigenständige GmbH, aber es sind immer mehr Entscheidungen, sind immer mehr weggezogen worden von den Standorten, nicht nur Eisenhüttenstadt, von allen. Und die Entscheidungen werden dann oft woanders getroffen und das macht das Leben auch nicht einfacher unbedingt. Wir haben ja glücklicherweise auch diese integriertes Hüttenwerk, nennt sich das so? Ja. Oder?
Der Prinzip von der Roheisenproduktion bis zum fertigen Band. Wir haben bei uns alles, wenn man so will. Wir haben keine Kokerei am Standort, aber das haben auch nicht alle. Ansonsten haben wir alles bei uns von der Erzvorbereitung bis hin zur, bis zum Keul oder bis zum Blech. Wie viele Mitarbeiter sind derzeit im Unternehmen? 2600, 2700. Ist mehr geworden. Ich habe mal die Zahl von 2400 oder schwankt das? Ja, das ist immer, manche rechnen immer die Auszubildenden nicht dazu oder so. Und wir haben ja auch bei uns einen Teil Leute von der EDL, von der Eisenstadt Dienstleistungsgesellschaft. Das ist eine Tochtergesellschaft von euch? Nein, oder? Die sind selbstständig, die gehören nicht zu uns. Eigentlich nicht zu euch? Nein. Ihr kriegt dann auch Arbeitskräfte? Naja, wir arbeiten mit EDL zusammen. Unsere Auszubildenden werden zum Teil direkt übernommen, zum Teil machen sie 24 Monate bei der EDL. Und danach werden sie aber bei uns übernommen, das sagt auch der Tarifvertrag, den wir haben. Und wenn wir Leute befristet brauchen, holen wir die fast ausschließlich über die EDL. Wobei das Ziel des Betriebsrats natürlich ist, die Leute nicht so lange über die EDL zu holen, sondern dann auch bei uns einzustellen. Dass wir doch hinbekommen haben in den letzten Jahren immer wieder, dass Leute, die sehr lange von EDL bei uns waren, dann wir bei ECO übernommen haben. Die Situation, es sind so jährlich immer so 50 Auszubildende bei euch. Ist das ungefähr so? Ja. Kommt hin, ne? Also in allen Lehrjahren, ne? Wir haben in den letzten Jahren stabil die 50 Auszubildende gehabt in verschiedenen Berufen. Wird es schwieriger, Auszubildende zu finden? Das ist in den letzten Jahren viel schwieriger geworden. Also unser Einzugsgebiet, es wird immer größer und es wird auch immer später, bis wir die 50 voll haben. Man kann sagen, wir machen Werbung bis zum letzten Tag, also bis zum Anfang der Ausbildung. Wie kann man sich das auch vorstellen? Arbeitskräftesicherung in Ostbrandenburg an der polnischen Grenze bei ArcelorMittal Eisenhüttenstadt. Es gehen sicherlich in den nächsten Jahren eine Menge in den Ruhestand, ne? Kann ich mir vorstellen? Ja, wir haben wie viele andere Betriebe auch so eine Art Buckel in den nächsten 10, 15 Jahren. Also es geht pro Jahrgang, kann man sagen, die Jahrgänge bis zu 100, 120 Leute. Daran sieht man schon, nur mit 50 Auszubildenden alleine ist das nicht zu erreichen. Natürlich gibt es im Unternehmen auch weiter noch Produktivitätsprojekte, wo man sagt, also effektiver zu produzieren. Man will an der anderen Stelle was einsparen, aber auch damit wird das nicht ausreichen. Also wir werden mehr Leute einstellen müssen als die 50 Auszubildenden in den nächsten Jahren. Also in der momentanen Industrie kann ich mir nicht vorstellen, dass alles nur Computer machen können oder Roboter, weiß ich nicht. Nein, wird es bei uns nicht sein, aber wie anders auch nicht. Also Autoindustrie, die Montanindustrie geht zwar immer, das ist die Autoökonomie, aber wenn man sich mal wirklich die Werke anguckt, wir sind Hightech, das ist schon Hightech. Aber natürlich, neben denen, die ganzen Prozesse sind gesteuert über Prozessleitsrechner. Aber trotzdem natürlich spielt der Mensch immer noch eine große Rolle bei uns. Man macht sich natürlich, wenn man in so einem großen Konzern ist, macht man sich natürlich über Personal Gedanken. Ich will es ganz kurz noch weiterführen. Habt ihr Szenarien entwickelt, wo man einfach sagt, irgendwann haben wir keine Mitarbeiter mehr? Also Frank Schulz hatte ja im letzten Interview in der Stahlzeitung geschrieben, dass ArcelorMittal Eisenhüttenstadt durchaus die Investitionen über 46 Millionen, die jetzt investiert werden in den Hochofen, dass das eine Investition für die nächsten 40 Jahre ist, also so kann ich mich erinnern, vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber trotz alledem, ist man sich da sicher, dass man den Standort mit dann zukünftig so wenig Mitarbeitern, die zur Verfügung stehen, noch halten kann? Also ich denke, bin schon optimistisch, dass wir hier Mitarbeiter kriegen. Das sind ja attraktive Arbeitsplätze bei uns. Ich denke, die Bezahlung durch unsere Tarifverträge, die sind ja nicht schlecht. Ihr habt ja mittlerweile auch Westtarif, kann das sein? Wir haben 1:1 Westtarif. Arbeitszeit, wie gesagt, haben wir ja bei uns abgesenkt auf die 32-Stunden-Woche. Nicht mit vollem Lohnausgleich, aber wer will, kann auch 35 arbeiten. Also haben dadurch auch Arbeitszeiten, wo die Leute sich selber ein bisschen einteilen können, wie sie arbeiten wollen. Also ich denke schon, das sind attraktive Arbeitsplätze. Wir müssen da, das ist kein Selbstläufer bei uns, aber in Eisenstadt ist nichts Selbstläufer. Wir müssen da was tun. Wir sind da aber auch dabei, zum Beispiel auch Studienabbrecher mehr zu bewerben. Also ich bin da weiter optimistisch, dass wir das hinbekommen. Wir müssen auch nochmal gucken, in welchen Berufsgruppen wir dann wirklich auch unbedingt Auszubildende brauchen oder wo wir auch Quereinsteiger zukünftig mehr reinlassen können. Wir haben ja in den letzten 10, 15 Jahren eine Politik gefahren, möglichst nur mit Facharbeiter, also mit Schlosser, Elektriker und so weiter, alles zu besetzen. Auch die Produktionsplätze sind teilweise, haben die Leute eine Ausbildung als Schlosser und Elektriker. Da müssen wir vielleicht nochmal gucken, ist es wirklich überall notwendig.
Also ich bin da schon optimistisch, dass wir das hinbekommen. Aber wie gesagt, das geht nicht von alleine, da muss man dranbleiben. Ich habe irgendwo in der Pressemitteilung gelesen, dass es schon eine Weile her, dass es durchaus ein Problem im ingenieurtechnischen Personal gibt. Ist das so? Oder? Ja, wir haben in den nächsten Jahren kommen sogar sehr viele junge Leute vom Studium wieder. Sind von euch geschickt worden? Oder? Wir haben schon seit, ich glaube, 96, 98 haben wir angefangen, nicht zu gucken, ob wir Ingenieure woanders abwerben können, weil wir mitgekriegt haben, wenn wir junge Leute auf irgendwelche Universitäten ansprechen, ob die zu uns kommen, wenn die nicht aus der Region stammen, bleiben die vielleicht ein paar Jahre und dann gehen die wieder zurück, wenn sie zu Hause bessere Arbeitsbedingungen finden oder Arbeitsplätze finden, und haben schon seit, ich glaube 96, 98 eine Betriebsvereinbarung, wo wir junge Kollegen von uns nach Möglichkeit auszubilden, aber auch welche aus der Region, wenn die sich bei uns bewerben, ein Stipendium geben, die zum Studium schicken und dann danach wieder bei uns reinbringen. Haben wir gute Erfahrungen gemacht. Da ist auch die Haltekraft von den Leuten ist sehr gut. Also da gehen nicht so viele dann wieder weg. Das ist ja auch wichtig. Wir bilden ja nicht aus, damit die Leute da anschließend irgendwo anders in arbeiten gehen. Und darüber haben wir sehr viele Ingenieure rekrutiert in den letzten Jahren. Und das ist ein Thema, was wir auch weitermachen wollen, wo wir da gute Erfahrungen haben. Zurzeit kommen noch immer recht viele Leute, aber wir müssen da auch dranbleiben, da haben wir auch, das ist sehr unterschiedlich. Manche Jahrgänge, wir hatten schon mal einen Jahrgang, das sind 16 junge Leute, haben gesagt, sie wollen studieren gehen. Wir hatten sogar einen Jahrgang, wo keiner wollte. Also das ist, und da ist es aber auch ein Thema, wo wir auch ständig dranbleiben, wo wir immer die Augen aufhaben und aufpassen, dass da auch genügend Leute gehen. Nun sagte ich eingangs, bevor Sie reingekommen sind, es ziehen dunkle Wolken auf. So dramatisch ist es vielleicht noch nicht, aber es könnte durchaus ein Problem werden. Es geht um Dumpingpreise aus China, es geht um Emissionshandel und es geht um das Erneuerbare Energiegesetz. Drei Felder, die durchaus Probleme bringen können. Also das Thema ist Dramatik ist eigentlich schon da. Wir merken es bloß noch nicht bei uns so. Also wir merken es zum einen, wir merken es bei den Preisen. Also zurzeit ist es wirklich sehr schwierig, vernünftige Preise zu erreichen und entsprechend auch Gewinne zu machen, die Unternehmen. Nicht nur Eisenhüttenstadt, nicht nur ArcelorMittal, also die gesamte Stahlindustrie durch Dumpingstahlimporte aus China, vor allen Dingen aus China, es kommen auch einige aus anderen Ländern. Die drücken bei uns noch nicht mal so auf die Mengen. Wir haben einen guten Absatz, aber die Preise sind natürlich entsprechend gering. Die sind um 20-25% in den letzten zwei Quartalen zurückgegangen. Das macht man nicht so nebenbei. Autoindustrie zum Beispiel hat mal einen Abschlag von 40 Euro die Tonne. Hört sich erstmal nicht viel an, aber wenn man bei einer halben Million Tonnen rechnet, sind 20 Millionen Euro, die man dann plötzlich weniger einnimmt. Und die muss man dann schon verkraften. Das ist jetzt schon merkbar und dramatisch, ist zwar noch nicht direkt bei uns, aber in Europa schon. Jetzt kam erst die Meldung diese Woche, dass Tata Steel, die ja British Steel und Coros übernommen haben, die Holländer, sich zurückziehen wollen aus England. Die wollen die Werke verkaufen, ne? Die wollen zum Glück, die Gewerkschaften haben zum Glück, hat Tata gesagt, sie wollen verkaufen. Sie hatten schon befürchtet, dass diese Schließung ansteht, da geht es um 15.000 Arbeitsplätze. Auch in anderen Bereichen gab es schon einen Abbau. Also es ist schon, die Dramatik ist eigentlich schon da. Wir merken es bloß in Eisenhüttenstadt noch nicht so. Und liegt das daran, dass man wirklich auch in der Automobilindustrie gut im Geschäft ist? Wir sind dadurch, dass wir an der Automobilindustrie dranhängen und die stabiler ist in den Preisen, obwohl ich ja gesagt hatte, da gibt es auch Abschläge, sind wir da noch stabiler drin. Andere Kollegen von uns im Konzern, die weniger automobillastig sind, die haben jetzt schon auch größere Probleme. Unsere Bremer Kollegen zum Beispiel, da gibt es schon ein bisschen größere Probleme. Aber wie gesagt, und die anderen Themen, die da auch anstehen, das ist ein Problem, ist vergleichbar für mich wie die Solarindustrie. Wenn die Rahmenbedingungen für eine Industrie nicht mehr stimmt, kann es ganz schnell dazu kommen, dass da... Da hat ja die Politik komplett versagt. Bei der Solarindustrie hat ja die Politik komplett versagt. Also da gab es ja nur noch China-Importe. Also die Deutschen haben das Thema hochgebracht und haben die Technologie nach China exportiert und dann gab es den Knall. Ne? Ja, also ich bin da, steckt da jetzt, bin da kein Fachmann für, aber es sind Parallelen zu sehen. Von Leuten, die da gearbeitet haben, ist mir auch gesagt worden, da sind Solarmodule reingekommen aus China, die auch zu den Preisen in China zu marktwirtschaftlichen Sache Regeln nicht herzustellen sind. Und dadurch ist hier eine ganze Industriezweig kaputt gegangen und da müssen wir eben aufpassen, dass das hier nicht auch passiert. Zumal die Stahlindustrie ist der Anfang der Wertschöpfungskette in Deutschland. Der Maschinenbau, die Autoindustrie
alle hängen an dieser Wertschöpfungskette dran. Das würde nicht nur Auswirkungen auf die Stahlindustrie haben, das kann auf die gesamte Industrie in Europa und insbesondere in Deutschland schon größere Auswirkungen haben. Zulieferindustrie, was alles ist. Man sagt ja, an einen Industriearbeitsplatz hängen 5 andere Arbeitsplätze nebenbei noch. Das sind einmal die Dienstleister, Zulieferer und so weiter. Aber ich sag mal, wenn zum Beispiel eine Karosse im Autoindustrie weiterentwickelt werden soll, es um leichtere Karossen gehen soll, wegen Spritsparen, andere Stähle, höherfeste Stähle und so weiter. Wenn man hier vor Ort keine Stahlindustrie mehr hat, mit dem man das zusammen entwickelt, das entwickelt ja kein Autokonzern alleine, das entwickelt er auch mit seinen Zulieferern, in dem Fall der Stahlindustrie zusammen, dann ist es schon schwierig, auch für die Industrie zwei. Das wird auch nicht heute Morgen sein, aber das wird so ein Prozess sein, wo man sagt, kann man, ist das denn, wird es auch Auswirkungen auf die Industrie zwei haben? Die Diskussion gibt es auch bei unseren Automobilisten innerhalb der IG Metall, das nehmen die wahr und deswegen sehen wir da nicht nur ein Thema Stahlproblem, sondern wir sehen da ein Problem für die gesamte Wertschöpfungskette in Deutschland. Nur andere Länder wie USA schützen ihren Markt mit Strafzöllen, die sind saftig. Also in Europa soll es zwar auch Strafzölle geben, aber die sind nicht so hoch. Ne? Also das Problem, das lohnt sich nicht. Die USA zum Beispiel sind viel schneller. Mhm. Also da reicht es schon, wenn eine Gefahr für die Industrie da ist, dann können die mit Zölle reagieren. Und die reden da oft über Zölle von über 200%. In Europa muss man erstmal ein Problem nachweisen, also man muss schon das Problem haben, das nachweisen. Dann gibt es nochmal mehrere Monate Marktbeobachtung durch die EU. Und dann wurde jetzt zum Beispiel mal so ein Verfahren beendet und dann kam Zoll raus von 16% oder 19%, die zusätzlich waren. Das ist eigentlich ein Witz, oder? Die werden mit eingepreist, also wer über Dumping macht, also das ist nicht ausreichend, um dagegen sowas vorzugehen. Also wieder keine scharfen Zähne. Es ist, ja, wir sind da in Europa, der freie Handel ist immer, wird ganz hoch gehalten, aber man muss schon aufpassen, dass man zum Schluss noch was zum Handeln hat. Das ist die eine Baustelle. Die andere Baustelle ist der Emissionshandel. Also, das ist ein schwieriges Thema, ist, sagen wir mal, medienmäßig rüberzubringen. Also wir wollen alle, dass die Umwelt gesund ist, wollen wir ja alle, aber bis zum Äußersten treiben ist dann schwierig, ne? Ja, also grundsätzlich wollen wir auch, dass natürlich wir eine saubere Umwelt haben. Wir leben alle hier gemeinsam nur auf einer Welt und da muss was gemacht werden. Das ist richtig, das, was gemacht wird. Ob so, wie es gemacht wird, alles richtig ist, kann man diskutieren. Dass Europa ein bisschen Vorreiter macht, ist auch in Ordnung, aber man muss aufpassen, dass man nicht zu weit davon galoppiert. Da gab es jetzt am Donnerstag eine Aktion der jungen Stahler. Die Metalljugend, ja. Wir haben darüber berichtet, wo war die Grundlage der Idee, dass die jungen Leute da jetzt sagen, oh, jetzt gehen wir mal an die Stahlbramme in Hüttenstadt und machen da eine Aktion. Die sind von alleine drauf gekommen, die haben uns angesprochen, ob sie das machen können. Wir haben ja unseren Aktionstag am 11. Und unsere Stahljugend hat gesagt, unsere Metalljugend, die wollen darauf mehr aufmerksam machen. Gleichzeitig wollten sie, was wir ja schon länger vorhaben, auch die Bramme wieder aufhübschen, die ja nun wirklich nicht mehr so schön aussah mit den ganzen Graffitis. Und haben gesagt, daraus wollten sie eine Aktionsform machen, aufklären und gleichzeitig da sich auch betätigen, um das wieder auf Vordermann zu bringen. Das war eine Idee von ihnen und wir haben gesagt, okay, sollen sie machen. Es ist aber trotzdem sehr kompliziert, das Thema Emission, Stahlindustrie, da durchzusehen, ist relativ schwierig. Es ist ein schwieriges Thema. Es ist ja in Europa ein CO2-Handel eingeführt worden, eben um die CO2, die Ausstoß zu reduzieren. Deswegen, der Zertifikathandel, ne? Der Zertifikatenhandel, da wurden teilweise, gab es kostenlose Zertifikate in Vergangenheit für Industrien und wer mehr verbraucht hat, musste welche zukaufen, wer weniger verbraucht hatte, konnte verkaufen und da gab es jetzt schon mehrere Stufen, drei, und jetzt soll ja die vierte Stufe kommen und da hat man vorgesehen, die Zertifikate für die Stahlindustrie weiterhin zu reduzieren, aber so stark zu reduzieren, dass es unterhalb dem ist, was technologisch notwendig machbar ist. Man muss nun mal, wenn man Eisenerz hat, da ist Eisen mit Sauerstoff verbunden, Eisenoxid, da muss man nun mal, braucht man Redoxreaktionen, das hat man viel in der Schule gehabt, und da braucht man nun mal Kohle zu, um eben den Sauerstoff da rauszuholen und das Eisen zu produzieren. Technisch geht das gar nicht, geht das nicht anders im Hochofen, also da muss man so, und
die Idee ist, das unterhalb diesen technisch möglichen zu machen und dann sogar noch weiterhin runterzugehen. Das wurde zur Folge haben, dass die Stahlindustrie Zertifikate zukaufen muss. Das wären mehrere zweistellige Millionenzahlen für Eisenhüttenstadt zum Beispiel, wenn es so kommen würde. Das gepaart natürlich mit den schwierigen Gewinnen, die wir so schon haben, ist natürlich eine Gefahr, wenn es sich dann nicht mehr lohnt, Stahl zu produzieren in Europa. Ist das wieder so eine der Rahmenbedingungen, wo wir sagen, damit macht man natürlich eine Stahlproduktion in Europa fast unmöglich. Und man muss dazu sagen, Europa, die Stahlindustrie ist eine der saubersten, oder ist die sauberste Stahlindustrie, auch was den CO2-Ausstoß betrifft. Vergleichbar zu einem Importstahl aus China. Also, es gibt Zahlen, da hat man 30% mehr CO2 produziert man da für gleiche Tonnen. Ich wollte gerade sagen, wenn man Europa dicht machen würde, dann würde das woanders noch dreckiger werden. Es würde woanders herkommen und zurzeit produzieren wir mit dem niedrigsten CO2-Aufwand den Stahl in Europa. Also für die Gesamtwelt wäre das eigentlich für den CO2-Ausstoß sehr negativ. Und das ist eben das Thema, wo wir sagen, wir haben nichts dagegen gegen Umweltschutz. Man kann auch ein bisschen Vorreiter spielen, noch Druck machen. Das ist ja richtig, dass man auch sich da weiterentwickelt. Aber man muss aufpassen, dass man eben das nicht überspannt, den Bogen, und dadurch die am besten sind, kaputt macht. Und darum geht es uns zu sagen, nicht wir sind dagegen. Und so ein Zertifikatehandel würde eigentlich ja nur Sinn machen, wenn man die weltweit macht. Oder wenn man da, wo man die macht, den Markt auch vor den Importen schützt, wieder durch Zölle, durch Umweltzölle oder sonst was. So wie er jetzt gemacht wird, sehen wir ihn als sehr problematisch an. Liebe Zuschauer, wir haben, damit wir das ein bisschen noch vertiefen und vielleicht ein bisschen einfacher der Einblick ist, haben wir für Sie jetzt mal ein von IG Metall, glaube ich, produziertes Video. Spielen wir mal kurz ein. Die IG Metall steht zum Umweltschutz und zum Klimaschutz. Um die Erderwärmung und den drohenden Klimawandel zu stoppen, brauchen wir verbindliche Klimaziele, und zwar weltweit. Der Ausstoß des klimaschädlichen Treibhausgases CO2 muss dauerhaft gesenkt werden. Schaffen wir das nicht, werden die Pole schmelzen und der Meeresspiegel ansteigen. Es kommt zu Überschwemmungen und Dürren. Viele Tier- und Pflanzenarten werden sterben und auch der Mensch ist in seiner Existenz bedroht. Ein Umdenken ist notwendig. Und Stahl ist ein elementarer Werkstoff, den man bei diesem ökologischen Umbau benötigt. In Deutschland stehen die saubersten Stahlwerke der Welt. Die Leistungen der deutschen Stahlindustrie in Sachen Energieverbrauch können sich sehen lassen. Die Energieeffizienz ist enorm gestiegen. Der Energieverbrauch ist seit 1990 um 15% gesunken und der Ausstoß von CO2 konnte sogar um 19% gesenkt werden. Übrigens deckt die Stahlindustrie fast die Hälfte ihres Strombedarfs durch selbsterzeugten Strom. Mehr als 80% des Energieverbrauchs und 90% der CO2-Emissionen ist in der Stahlindustrie prozessbedingt. Trotzdem lässt sich mit dem Einsatz von Stahlprodukten 6-mal so viel CO2 einsparen, wie ihre Produktion verursacht. Der Einsatz innovativer Stähle beim Bau von Kraftwerken erhöht deren Effizienz. Der Bau von Windkrafträdern sorgt für Strom aus regenerativer Energie. CO2-Ausstoß gleich null. Neue hochfeste Stähle im Automobilbau verringern das Fahrzeuggewicht. Somit verbrauchen sie weniger Sprit und reduzieren die Umweltbelastung. Sonnenenergie und Elektromobilität sind ohne Stahl nicht zu realisieren. Und Stahl hat einen weiteren Vorteil. Einmal produziert, kann er wie kein anderer Werkstoff immer wieder ohne Qualitätsverlust recycelt werden. Die Ökobilanz von Stahl ist daher unschlagbar gut, insbesondere wenn man den langen Lebenszyklus mit berücksichtigt. Forschung und Entwicklung haben in der Stahlindustrie einen hohen Stellenwert. Die Unternehmen dürfen daher in ihren Bemühungen für einen effizienten Umwelt- und Klimaschutz nicht nachlassen und müssen auch weiterhin in Forschung und Entwicklung investieren. Schon jetzt wird an Verfahren gearbeitet, um das CO2 in Bioethanol oder andere chemische Produkte umzuwandeln. Daran muss weiter geforscht werden, damit unsere Klimaziele erreicht werden, mit einer starken Stahlindustrie in Deutschland. Derzeit wird der Markt mit Dumpingstahl, vor allem aus China, überschwemmt.
Dieser Stahl wird unter schlechteren Arbeitsbedingungen, hohen Umweltbelastungen und staatlicher Subvention produziert. Dadurch entstehen massive Wettbewerbsvorteile und der Umweltschutz bleibt auf der Strecke. Im vergangenen Jahr wurden 7 Millionen Tonnen Walzstahl aus China in die Europäische Union importiert. Bei der Produktion sind 13,9 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen worden. Wäre der gleiche Stahl in der EU produziert worden, hätte dies nur einen Ausstoß von 9,7 Millionen Tonnen CO2 verursacht, also 4,2 Millionen Tonnen weniger. Das entspricht dem jährlichen CO2-Ausstoß von 2,1 Millionen Mittelklasse-Autos. Weltweit werden pro Jahr rund 35 Milliarden Tonnen CO2 ausgestoßen. Der Anteil, den die Stahlindustrie in Europa daran hat, ist verschwindend gering. Gerade einmal 0,6% der Emissionen wird durch die Stahlherstellung in Europa verursacht. Obwohl die europäische Stahlindustrie zu den saubersten der Welt zählt, plant die Europäische Union, den Emissionsrechtehandel zu verschärfen. Die Stahlindustrie in Europa und in Deutschland ist in ihrer Existenz bedroht. 80.000 Menschen arbeiten in den deutschen Stahlwerken. Ein Gutachten des RWI im Auftrag der Wirtschaftsvereinigung Stahl hat ergeben, durch jeden Arbeitsplatz in der Stahlindustrie werden gesamtwirtschaftlich 6,5 Arbeitsplätze gesichert. Insgesamt sind somit über 500.000 Menschen von Arbeitslosigkeit bedroht. Sind die Werke in Deutschland und Europa erst einmal dicht, muss dieselbe Menge Stahl in Ländern mit mehr CO2-Ausstoß hergestellt werden. So kann wirksamer Klimaschutz nicht funktionieren. Wir brauchen faire Wettbewerbsbedingungen weltweit. Wir brauchen Instrumente zum weltweiten Klimaschutz und keine einseitigen Belastungen der deutschen und europäischen Stahlindustrie. Stahl ist ökologisch. Stahl ist Zukunft. Ohne Stahl ist die Energiewende nicht zu schaffen. Ja, das ist soweit. Also der Film durchaus interessant. Vielleicht hat der eine oder andere jetzt ein besseres Gefühl dafür, um was es überhaupt geht. Aber wie gesagt, es geht ja noch weiter und zwar EEG, das Erneuerungsenergiegesetz. Erneuerbare Energiegesetz. Ist auch ein Thema für euch, ne? Ja, das ist. Wo ist da, sag mal, die Problematik? Ist insbesondere in unserem Bereich bei FEO ist das. Ihr produziert selber Strom, ne? Die FEO, ja. Die FEO ist ja das Industriekraftwerk, was wir ja in den 90er Jahren ja mal ausgegliedert haben. Mhm. Gehört zur Hälfte der Stadtwerke, zur Hälfte ArcelorMittal. Da ist natürlich das Thema mit dem Erneuerbaren Energiegesetz ist ein rein deutsches Thema. Das ist auch nur eine reine Belastung, die Deutschen. Also Wettbewerbsnachteil wieder, ne? Ja, für uns ist es schwierig, weil wir sind auf dem internationalen Markt. Unsere Produkte gehen zum Beispiel zum größten Teil nach Osteuropa. Andere haben so ein Gesetz nicht. Das ist natürlich, wir müssen da zusätzliche Kosten aufwenden, um, wenn wir hier in Deutschland Stahl produzieren. Wir verbrauchen sehr viel Energie und das ist ein Thema. Wer niedrige Energiepreise hat, der ist natürlich im Vorteil. Thema Chorus oder britische Stahlindustrie, Tata Steel, Ansage war ja von Tata, Thema Dumping und zu hohe Energiepreise. Mhm. Also das sind schon Themen, die sind wichtig. Wir sind ein sehr großer Energieverbraucher. Mit dem Erneuerbaren Energiegesetz wollte man ja im Grunde genommen die erneuerbare Energie fördern. Wie macht man das? Man subventioniert sie und alle anderen müssen dies bezahlen. Einer muss die Zeche zahlen. Ja. Alle anderen sollen die bezahlen. Ja. Und da ist das Thema natürlich, man muss aufpassen, dass die energieintensiven Industrien, wo die Stahlindustrie eine ist, es gibt ja noch mehr. Es gibt sogar Elektrostahlwerke. Ne? Ja, in Hamburg, gehört auch zu uns, aber auch Aluminiumhersteller und so weiter haben so eine Probleme, dass man damit die Industrie nicht so weit überlastet, dass die Arbeitsplätze abwandern. Wie gesagt, und da gibt es zurzeit so etwas wie einen Vertrauensschutz, dass man zahlt was, aber nicht im Vollen. Zum Beispiel, ich sag mal, die Netze, wenn man Eigenstrom, es gibt so ein sogenanntes Eigenstromprivileg, das heißt, wenn wir selber den Strom herstellen bei FEO für ECO, wir gehen nicht ins öffentliche Stromnetz rein, da ist man teilweise dann befreit, nicht 100%, aber man bezahlt nicht die volle Umlage. Und das gibt es aber, der Vertrauensschutz ist erstmal jetzt für 2 Jahre, da ist nicht klar, wie da weiterläuft. Das ist ein Thema, wo man natürlich aufpassen muss, da darf es auch keine zusätzliche Belastung geben.
das sind, wie gesagt, alles Teile, wo man denn vielleicht die Stahlproduktion unmöglich machte in Deutschland, Europa. Aber das ist ein deutsches Thema, das hat nichts mit Europa zu tun. Ja. Aber gut, weil es ein deutsches Thema ist, ist es ja auch ein Wettbewerbsnachteil, der entstehen kann. Man muss wieder mehr Geld aufwenden, um die Tonne zu produzieren. Ne? Ganz schizophrene Sachen. Man will ja mit dem Gesetz erneuerbare Energien machen. Die FEO hat vor kurzem die Gichtentspannungsturbine in Betrieb genommen. Da wird das Gichtgas über eine Turbine entspannt. Früher wurde es einfach nur so entspannt. Mhm. Damit erzeugt man Strom. Es wird nicht eine Gramm CO2 dadurch zusätzlich gemacht. Das rechnet sich nur wirtschaftlich, weil das sehr aufwendig ist erstmal. Aber es rechnet sich, wenn man die Befreiung hat. Bremen ist zu spät gekommen, die haben dann nicht mehr den Vertrauensschutz bekommen. Da hat man diese Investition dann nicht gemacht. Aber das Jahre sind schnell weg. Ne? Ja, und das Thema ist aber, das ist eine Investition, wo kein CO2, produziert man Strom, wo kein CO2 und durch dieses Gesetz wird so eine Investition verhindert, das ist schizophren. Das kann selbst der grünste Politiker nicht wollen. Ja. Ich glaube, da haben wir in diesem Gesetz auch einige Sachen, wo man was verändern und verbessern kann. Und ich denke, wichtig ist auch da wieder, Vorreiter okay, aber bitte nicht unsere Arbeitsplätze, die schon wirklich auf einem sehr hohen Niveau sind, kaputt machen. Mhm. Und Umweltinvestitionen kosten Geld. Auch das muss erstmal verdient werden. Die Luft ist ja durchaus, wenn ich also Eco noch vergleiche zu DDR-Zeiten, da ist öfter mal was ins Auge geflogen von der Luft. Die hat sich ja definitiv verbessert. Auch eure Abwässer in den Oder-Spree-Kanal hat sich ja durchaus... Wir haben fast nur geschlossene Kreisläufe. Genau, da hat sich sehr viel getan, Umweltschutz. Ja, da ist sehr viel Geld auch reingeflossen. Aber wie gesagt, auch wenn da kann natürlich an einer anderen Stelle immer noch Verbesserungen geben. Nichts ist so gut, dass man nichts verbessern kann. Ja, das ist gar kein Thema. Ja. Aber es muss alles bezahlt werden und dafür muss das Geld da sein. Einerseits ist natürlich die Angst da, andererseits gibt es Signale von der Politik, dass man das so will oder machen will, wie ihr es wollt? Naja, Signale von der Politik. Also wir sind ja... Man ist ja im Gespräch, wir sind im Gespräch. Wir gibt auch in Brandenburg eine Erklärung mit dem Wirtschaftsminister und der IG Metall und der Arbeitgeberverbände, in anderen Bundesländern auch. Mit dem Bundeswirtschaftsminister sind wir natürlich in Kontakt. Wir waren auch in Brüssel, auch von der IG Metall aus waren wir unterwegs, haben mit Europapolitikern, mit von den Grünen und von allen Parteien gesprochen. Es ist Bewegung da, aber es ist noch nicht ganz da, wo es hin muss. Also aber Zuversicht ist schon da, oder? Ich sag mal, wir haben die Chance, was zu ändern. Also, dass nicht alles so umgesetzt wird, wie es zurzeit steht. Wenn es so umgesetzt wie es angedroht wird, wie es angedroht ist, muss man sagen, dann muss man sich schon Sorgen machen. Mein Kollege in Bremen wurde gefragt, ob es in 5 Jahren das Stahlwerk noch gibt oder in 10 Jahren. Dann hat er gesagt, da kann er nichts sagen. Wenn die Rahmenbedingungen sich so verändern, wie hier angedroht ist, gibt er keine Garantie. Aber Bremen ist das größte Werk, ne, in Deutschland. Von ArcelorMittal ist es das größte. Eisenstadt ist das zweitgrößte, kommt, glaube ich, Dillingen und Hamburg, ne? Von unseren Konzernen. Dillingen gehört nicht mehr dazu, Hamburg und Duisburg haben wir noch. Ach, Duisburg war es, nicht Dillingen. Dillingen hat ja früher mal dazu gehört, das gehört jetzt zu den Saarländern. Ja. Das hat ArcelorMittal die Anteile verkauft. Ja. Gut, um die Leute nicht Angst zu machen, aber es geht euch gut, noch geht es euch gut und das wird auch hoffentlich in den nächsten Jahren. Also wir haben gute Chancen, hier weiterhin unseren Stahl zu produzieren, aber die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Deswegen machen wir ja das ist ein bundesweiter Stahlaktionstag. Im Saarland passiert sehr viel, in Duisburg passiert was und in Berlin, wir haben jetzt erstmal 20 Busse geordert, am 11.04. wollen wir dann nach Berlin, weil wir da schon nochmal die Politik darauf hinweisen müssen, dass da kein Quatsch gemacht wird, dass die Rahmenbedingungen vernünftig gestaltet werden. Wir sind für Umweltschutz, aber wir wollen aber auch die Arbeitsplätze hier behalten. Ja. Denn wenn die Rahmenbedingungen stimmen, haben wir hier gute Chancen. Wie gesagt, Hüttenstadt ist nie ein Selbstläufer. Ja. Wir müssen auch hier immer arbeiten, dass wir gut sind. Wir müssen auch ständig uns verbessern. Also ein Zurücklehnen wird es in Eisenstadt nie geben. Aber wenn wir das machen, wie in den letzten 15, 20, 25 Jahren, dann ist mir das jetzt nicht bange. Wir haben gute Chancen, dass es uns gibt. Aber es gibt für nichts eine Garantie. Das muss man einfach mal wissen. Abschließend dann doch noch die Frage. Es gab ja immer so ewig die Diskussion über den maritimen Standort und den Binnenstandort. Ist das mittlerweile Geschichte? Oder ist das auch noch ein Thema? Weil es gibt jetzt diese aktuellen Diskussionen nicht mehr so. Wir haben ja auch es war unter Arcelor sehr stark eine Diskussion. Unter ArcelorMittal war schon schwierig, weil mit zum Beispiel Polen ist ja auch kein maritimer Standort. Da hätte man gleich ganz Polen kaputt geredet. Da hat sich die Diskussion abgeflacht.
Wir haben weiter natürlich einen Kostennachteil, dadurch, dass wir die Materialien hier anfahren müssen. Mhm. Also wir haben in Rohstoffe, kann man sagen, pro Tonne 10 bis 20 Euro einen Kostennachteil. Das ist schon ordentlich. Mhm. Wir haben aber eine sehr geschlossene Logistik und wir sind nah am Kunden, wo wir eben diese Nachteile wieder gut machen. Mhm. Aber wie gesagt, das ist das Thema, wo ich sage, wir müssen immer dranbleiben. Diesen Kostennachteil werden wir immer behalten, der wird nicht weg sein. Mhm. Und da ist unsere Aufgabe, den immer wieder aufs Neue wegzuarbeiten. Nun habe ich auch immer wieder gehört, ja, der Oder-Spreekanal, wer sagt, oder die Oder kann genutzt werden dafür, auch für Eco. Jetzt ist ja im Bundesverkehrswegeplan, ist ja die Schleuse Fürstenwalde doch wieder aufgenommen worden, dass eben transportiert werden kann. Ist Eco wirklich daran an Binnenschifffahrt interessiert? Es gibt Teile, wo wir schon, zum Beispiel ist ja für uns ein wichtiger Rohstoff auch Schrott. Mhm. Es gibt schon Teile, wo es, natürlich werden wir nie wie Bremen oder sonst was unsere Rohstoffe über den Spreekanal kriegen oder so, das wird nicht sein. Mhm. Aber es gibt schon ganze Teile, wo zum Beispiel Schrott ist ein sehr wichtiger Rohstoff auch für uns. Im Stahlwerk wird ja sehr viel Schrott eingesetzt, wo wir auch die Kanal brauchen, einen kostengünstigen Transport. Also was nicht würde schon was bringen. Es würde was bringen, natürlich. Aber es ist nicht so, dass wir werden nie alles über Binnenschifffahrt machen. Ja, okay, danke für die ausführlichen Informationen zum Thema Eco-Stahl. Eco-Stahl ist immer noch im Kopf drin. Also ArcelorMittal, Eisenhüttenstadt, war wieder mal interessant, nach so langer Zeit mal drüber zu sprechen. Ganz klar, danke fürs Kommen. Schönes Wochenende soll es geben. Also das Wetter kann durchaus auch zum Grillen verführen. Ja? Oh ja, mal gucken. Mal gucken, okay. Vielen Dank und wir sehen uns dann zu den Nachrichten in der Woche. Tschüss. Ja, liebe Zuschauer, die Nachricht eingangs der Sendung mit der Erweiterung der Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt auf dem 5. Wohnkomplex war ein Scherz, ein April-Scherz. Denken Sie daran, heute ist der 1. April und wir konnten es uns nicht nehmen lassen, diesen Scherz mal loszuwerden. Ich hoffe, es war kein allzu großer Aufreger in den ersten Minuten dieser Sendung. Klar. Wir nehmen alles zurück. Es war ein April-Scherz. Es bleibt, wie es ist. Und ich wünsche Ihnen noch, wie gesagt, wie vorhin mit meinem Studiogast, ein schönes Wochenende. Tschüss.